Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Hey, wer bist du? Was bei mir zu Hause? Dying Light. Bis zum Einbruch der Dunkelheit warten. Ich könnte bis warten, bis es dunkel wird, aber ich bin nicht irre. Was? Okay. Wir gehen hier erstmal raus. Achso, der Ausgang war hier. Du willst dich uns anschließen? Ja, sicher. Aber erstmal bin ich Laufbursche. So. Ich habe einen Typen namens Karim getroffen. Er ist sowas wie Rais Haushofmeister, sein oberster Handlanger. Karim hat mir den Auftrag erteilt, ein paar Antennen für Rais zu reparieren. Es gibt doch nichts Besseres, als den Laufburschen zu spielen. So, ich musste ganz dringend niesen. Jetzt geht's mir auch wieder besser. Hätte ich mal vor der Aufnahme machen sollen, aber da wusste ich's noch nicht. So, auf geht's. Kontaktieren Sie den GRE. Das werde ich tun. Ich freue mich, dass es tags ist. Wie komme ich hier raus? Ah, ich sehe da etwas. Oder auch nicht. Ist das hier so windig? Oh! Scheiße, wie komme ich denn? Ich weiß nicht mal, wie ich hier rauskomme. Hallo Zombies, hallo Dudes. Ich muss zum GRE-Paket. Ah. Muss als erstes da sein. Was zum... Ist das dein Ernst? Tschüss. Ah. Erstmal hier abhauen. Das war gar nicht mal so weit weg. Fackeln, sauber. Irgendwie Hilfspaket oder so. Muss ich mich auch beeilen hier. Ich habe schon Zombies gehört. So, Katastrophenhilfepaket. Sauber. Medizinisches Material. Wow. Ich bin begeistert. Und ich habe mich schon gefragt, was das ist, was dieses Dröhnen ist. Ich dachte, die werfen das nachts ab. Okay, jetzt chill erstmal, ja? Irgendwas hinter mir brüllt ziemlich krass rum, deswegen laufe ich weg. Bringen Sie das Paket zum Quartier. Ah. Hey, suchst du nach der Schlägerei, Flammpfeife? Nein. Ich dachte, wir wollten uns gegenseitig helfen. Schön ins Gesicht getreten. Noch Ausdauer. Oh, ich brenne. Ich brenne. Nein, nein, nein. Hurensohn. Selber. So, das letzte Mal reparieren. Tja. Der musste gleich mal kopflos reagieren. Genau, verzieh dich. Auch wenn ich am liebsten deine Falle hätte. Deine Waffe mal nicht. Patrouillenmitglied entkommen. Ja, gut. Ich bin sowieso hier nicht der Menschentöter. Hier werden nur Zombies getötet, Freunde. Der eine Typ, den ich gerade umgebracht hatte, der hatte keinen Kopf. Der zählt nicht als Mensch. So. Eine Tasche. Und ein kurzes Messer. Sehr gut. Komm, bringen wir es erstmal zum Quartiermeister. Aber wieso gibt es ja zwei Symbole? Muss ich mich für eine Seite entscheiden, hell oder dunkel? Ich weiß es nicht. Wir werden es ja gleich sehen. Na, es waren zwei Kisten, also. Kann natürlich sein, dass zwei Kisten an zwei verschiedene Orte kommen. Also jeweils eine Kiste. Oh.
Könnte ich den versuchen zu rösten? Wie wär's mit sterben? Erzähl dich. Das interessiert ihn eigentlich einen Scheißdreck. Okay, wie springt man eigentlich nochmal zurück? Ah, okay. Ach, das tötet die Zombies gar nicht. Oder so. Ich weiß nicht, ich glaube schon. Außer dem Bengel. Was du auch früher mal warst, ich weiß es nicht. Was warst du mal? Naja, gut. Bevor es dunkel wird, sollten wir wenigstens verschwinden. Au. Koop-Modus. Ja, ich habe sowieso kein PlayStation Plus. Weiß nicht, brauche ich PlayStation Plus für Online-Modus oder gibt es einfach nur gratis Zeug zusätzlich? Ich weiß es nicht. Aber ich sollte mir auf jeden Fall mal PlayStation Plus wegen dem gratis Zeug zulegen. Hey, Dude. Ja, ich kann mir zwei Stellen aussuchen. Übrigens soll ich hier auf Viereck drücken und komm zu meinen Sammelstücken. Notizen, aha. Na gut, das ist wohl ein bisschen zu viel zum Lesen. Mein Tagebuch. Wenn ich mal wieder was wirklich Nützliches finde, kann ich es mal durchlesen. Irgendwas, was irgendwie storyrelevant ist. Ich weiß nämlich nicht, was wir da so Wichtiges gefunden hatten. Was ist das? Ist das so eine Art Parkour-Challenge? Soll ich das mal machen? Ah. Ein hübsches Rohr. Stuff. Stuff. Entzieh dich. Stuff. Ich hab gesagt, verzieh dich. Oh mein Gott, ich kann ja richtig hoch treten. Also demnach, wie hoch ich treten kann, müsste ich mindestens 3 Meter sein. 3 Meter hoch. Naja, wir müssen uns bald mal um eine neue Waffe kümmern, würde ich sagen, oder? Wobei, wir haben ja eine Ersatzwaffe quasi. Kann ich einfach rüberspringen? Jetzt komm. Hallo? Was ist. Ja, gut. Herausforderung. Das Parkour-Fieber möge beginnen. Parkour-Fieber ist eine Reihe von Parkour-Herausforderungen, in denen ihre Parkour-Fähigkeiten auf die Probe gestellt werden. Für diese Herausforderung gibt es eigene Bestenlisten. Sie können es also mit ihren Freunden oder auch der ganzen Welt aufnehmen. So, ich habe noch ein bisschen Kohlensäure-Intus. Während Parkour-Fieber halten sie bei jedem erfolgreichen Parkour-Manöver. Etwa, wenn sie über Hindernisse springen, klettern oder darüber hindurchrutschen, einen kleinen Geschwindigkeitsschub. Bis zu 10 dieser Schübe können addiert werden und sie beträchtlich schneller zu machen. Aha. Parkour-Fieber ist eine Reihe von Parkour-Herausforderungen, in denen ihre Parkour-Fähigkeiten auf die Probe. Achso. Kennen wir schon. Okay, Wurfhaken ist. Ah, Regeln. Wurfhaken ist nicht gestattet. Wir kriegen einen Wurfhaken. Okay. Ups, einfach mal die Springtaste vergessen. Ich meine die Sprint. Okay, gut. Ich hab's verkackt. Kann ich neu starten? Ah, schon viel besser. Keine Ahnung, was das war. Ich habe ein Leben. Okay, das heißt. Alles oder nichts. Okay. Das war definitiv geplant.
Na. So. Noch ein Parkour-Ding ins Kirchens. So, wir müssen in die Richtung. Ach, wir haben uns ein bisschen geheilt. Wunderschön. Hey, ihr Zombies. Nein. Ist das dein Ernst? Zum Überprüfen der Sammelstücke gehen Sie zum Inventarreiter und... Ja. Vielen Dank für die späte Info. Ich hab's selbst gemerkt. Danke. Scheiß auf die Herausforderung. Ganz ehrlich. Einfach drauf geschissen. Ich werde das privat üben, sodass ich vielleicht sogar noch besser werde im Parcours. Vielleicht anscheinend allein schon. Definitiv besser. Besser als jetzt kann es immer werden. Kann es eigentlich nur werden. Aha. Paket abgeliefert. Gegenstände auf Lager. Ach, die kriege ich gratis oder was? Ja, gib mal her den ganzen Scheiß. Wieso nicht? Also gut. Wir müssen. Ich glaube, ganz woanders hin. Ach, so funktioniert das also. Oh, bitte. Fackel mich nicht ab. Oh Gott, nein. Ich hab doch Spaß beim Treten. Lass mich in Ruhe. Oh Gott. Es macht einfach Spaß, es tut mir leid. Ah, na gut. Lassen wir es, hier sind so viele Zombies. Die kriegen mich sonst. Ach du lebst ja noch. Ich wollte dich looten. So ein Schlawiner. Hat er so getan, als wäre er tot gewesen. Wie spät ist das? Ah gut, wir haben noch Zeit. Nicht, dass es gleich dunkel wird. Wo sollen wir denn bitte hingehen, um die zu kontaktieren? Können wir das nicht jetzt hier, als wenn wir hier belauscht werden? Oder ähnliches. Ach, Zombie-Figur. Cool. Kann man sich das auch angucken? Statuen 2. Oh, man kann sich die Statuen nicht angucken. Naja, die nicht. Achso, wenn wir den hier drücken, wissen wir, wie weit das noch ist. Ah. Gut zu wissen. Ich lerne jeden Tag mehr über dieses Spiel. Das hätte jedem bewusst sein sollen, dass ich das tue. Das ist das Geilste, was ich in dem Spiel jemals erlebt habe. Dass ich die Zombies einfach so wegkicken kann, weißt du? Komm, wir schubsen ihn mal runter. Ah, ich bin so ein asoziales Arschloch. Crane. Bericht. Hab Rais getroffen. Kein Zweifel. Er ist Suleiman, ein echter Psychopath. Vom skrupellosen Politiker zum verkackten Warlord. Weiß er, dass Sie für uns arbeiten? Nein. Für ihn bin ich nur ein weiterer Turmbewohner, den er Faxen machen lässt, bevor er ihm Antizin gibt. Verstanden. Fahren Sie fort wie gehabt. Wir brauchen die Unterlagen. Toll. Crane Ende. Super.
Meins? Na toll, hier haben wir keine Angabe in Metern, ja? Ah, sehr weit sah das nicht aus. Bist du bereit? Was genau soll ich jetzt machen? Der Funkverkehr ist seit der Quarantäne ziemlich unzuverlässig. Diese Modulatoren verstärken das Signal, damit Raiz mit den Außenposten am Stadtrand kommunizieren kann. Das ist für alle von Vorteil, nicht nur für Raiz. Vielleicht, aber der Kaiser muss sein Reich überwachen. Ich glaube, den hat's getroffen. Allein schon der Kaiser muss sein Reich überwachen. Das ist Destiny. Schlecht geschissen oder was? Hält er sich hier für Hitler oder was? So, so. So. Wo müssen wir denn hin? 300 Meter, oh Gott. Weg von diesem komischen Giftzeug. Ist ja nicht allzu weit weg. Das ist quasi der Sprint von mir zu Hause bis zur Bushaltestelle. Die mache ich öfters. Weil ich so ein Penner bin, der nie rechtzeitig hochkommt. Verschwinde, das hier geht dich nichts an. Das geht mir nichts an, sagst du? Oh Gott, ich steck fest. Oh, not bad. Oh ja, du sitzt in der Scheiße. Oh Gott, was bist du für ein Digger? Du kommst mir nicht. Ein bisschen Geld. 5-mal Premium-Wurfsterne. Würde ich gerne mal einsetzen. Hey, hilf mir bitte! Benutzen. Komm, benutzen wir ihn. Was zum Teufel? Ich schick da immer, mein Freund. Dieser Mistkerl hätte mich glatt zu Tode getreten. Danke. Vielen Dank. Kein Problem. Dein Leben ist zwar unbezahlbar, aber ich nehme auch $100. Ich soll hoch. Hier wird es wahrscheinlich nichts werden. Kann ich hier hochklettern? Nein. In Assassin's Creed wäre es möglich gewesen. Wollte ich nur mal gesagt haben. So, ich glaube, wir haben da ein Level-Up bekommen. Wow. Genius Zero hat wieder zugeschlagen. Könnt ihr aber die Tür benutzen? Nein. Nein! Lass mich dich umschubsen. Ah, ich muss zuerst springen, ne? Ja, Mann. Hier fehlt ein Arm, Lady. Oh, da kommt ja noch einer rausgekrochen. Okay, versuchen wir es einfach hier nochmal. Ich kann mir nicht ganz erklären, wo es hier hingehen soll. Okay. Aha! Der Zero hat einen Trick herausgefunden. Und die weiß nur der Zero. Und ihr jetzt auch, aber ihr wisst, was ich meine. Oh Gott! Oh.
Nein, nein! Verzieht euch! Verzieht euch alle! Ist nicht dein Ernst, dass du jetzt kommt der nächste hier oder was? Was? Ist das dein Ernst? Wieder hoch! Oh, safe. Okay. Wurfsterne. Aber erstmal hier. Nahkampfwurf. Wenn Sie eine beliebige Nahkampfwaffe auf Gegner. Werfen Sie. Nicht wenden Sie. Um massiven Schaden zu verursachen, tippen Sie zweimal R3, um zu zielen. Drücken Sie dann R2, um zu werfen. Okay. Unser Ding ist sowieso kaputt. Also. Hä? So, jetzt kann ich sie aber nicht mehr anvisieren. Welcher Knopf war das? Achso, wahrscheinlich der hier. Ja, nice. So kann man sich seinen kaputten Waffen entledigen, die man nicht mehr reparieren kann. Inventar. Was haben wir denn hier so schön schadensmäßiges? Hatten wir nicht eine Ersatzwaffe? Achso, da. Klassischer Baseballschläger. Upgrade L2. Mit Upgrades lassen sich die Werte einer Waffe steigern. Schadenhaltbarkeit hast du nicht gesehen. Ja, ist okay, ich verstehe schon. Champion. Handlung. Also damit verbessert sich auch die Haltbarkeit, ne? Und dann machen wir das hier, komm, was soll's. Und dann hier nochmal hier. Kann ich das Ding auch wieder rausnehmen? Ah, sehr schön. Ich kann das jederzeit wieder rausnehmen. Das ist ja super. Hier. Was? Was habe ich gemacht? Ist das Ding jetzt da dran? Nö. Ich glaube, ich kann sie danach nicht mehr rausnehmen. Nein, aber wir haben es wenigstens gelernt und wir haben es auf den Baseballschläger gemacht, der sowieso gut Schaden macht. Also von daher ist alles in Ordnung, oder? Niemand sauer. Sehr schön. Gut, herstellen, zerlegen. Entwürfe. Teaser-Mod. Oh. Aber wir haben leider nichts für den Baseballschläger. Ah, Nahkampfwaffe, ne? Hier steht nur Nahkampfwaffe. Anfertigen. Ach, ich habe gerade wieder an den Xbox-Controller gedacht. Ich habe Viereck die ganze Zeit gedrückt. Klassischer Baseballschläger. Hey, kann ich das nochmal machen? Oh. Nein, oh Gott, nein. Ja. Da wollte ich rauf, okay. Ha, das sieht brutal aus. Na, Kollege, willst du mal testen? Ups. Das ist schön. Achso, die ist tot. Hier spricht Jake. Gebt los, Leute. Die Nacht bricht an und ich hoffe für euch, dass ihr auf dem Weg zum Turm seid. Nicht annähernd, Madame, nicht annähernd. Aber ich bin in einem Versteck. Das ist genauso gut. Aber gut, dass sie mich warnt. Ja, 1940, gut. Eine Stunde später. Zehn Stunden später.
Ich glaube, die Viecher sind weg, ne? Ne, schön. Oh, da ist noch so ein Ding, ne? Komm. Nächste Sicherheitszone klar machen. Heute machen wir Sicherheitszonen klar, Freunde. Das liegt aber daran, dass wir Sicherheitszonen brauchen, falls es mal dunkel wird. Und ich das dann gleich tags machen möchte. Nachts meine ich. Jetzt vielleicht, jetzt kommt. Oh. Willst du dich verarschen? Nein, das war es allemal wert. Oh, so viele, zu viele, zu viele. Oh, Licht. Ich geb dir Licht. Nein, 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 nein. Wieso seid ihr plötzlich so schnell? Mistviecher. Ah, ah. Ach, hier ist eine Tür. Ich komm mal in die Tür. Okay, was habe ich denn? Was habe ich denn? Überlebensrang. Ach, weiter geht's nicht. Sterne des Schmerzes. Lernen Sie, Wurfsterne herzustellen, die die folgenden drei zusätzlichen Effekte haben. Ja, komm. Also, ich würde gerne Wurfsterne haben. Kreuzritter? Achso, Upgrades. Ich hatte doch Wurfmesser. Okay, pass auf. Nee. Ich fasse es nicht, ne? Ich würde mich irgendwo hinstellen und die dann ordentlich bewerfen mit Müll. Mit Müll bewerfen. Quasi wie der Rocketwerfer in Fallout. Nur cooler und besser. Also ein bisschen in die Richtung, ne? Wer wollte da gerade handeln? Wie bitte was? Also, so schalten wir um, ne? Ein kurzes, exquisites Messer. Wert 700. Ich wollte so ein Viech mit Wert 700 wegwerfen. Und wieso ist das... Wieso ist das blau und das nicht blau? Achso, das Schaden. Na gut, das hier ist aber nichts wert. Gut. Auf ein neues. Und vielleicht sollten wir die Tür zumachen. Okay, ich hab's verstanden. Ich mach die Tür nicht zu. Ich verprügel sie alle. Ich verprügel sie einfach alle. So, aber vorher würde ich gerne Medikit herstellen. Und noch eins am besten. Und noch eins. Immer schön auf Reichweite bleiben. Ich hab keine Ausdauer mehr, ne? Das war's. Gib mir Mull. Ich glaube, die haben keinen Mull dabei. Sonst wären das bestimmt keine Zombies geworden. Na, alleine hier?
Anscheinend nicht. Sei mal nicht so aggressiv. So. Geschafft. Oh. Was war das? Wer singt da? Sicherheitszone aktiv. Und der Fackeldötter. Wieso sind die zu zweit und warum stehen sie unter Strom? Buchstäblich. Da läuft einfach Brett durch die Gegend, als wäre das nichts. Und die stehen einfach mal so in elektrischem Wasser. Okay, Zombies sind dämlich. Mehr muss man dazu nicht sagen. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's schon für heute. Es tut mir leid, dass wir heute nur so eine Viecher eingenommen haben. Morgen geht's aber wirklich weiter. Wir sehen uns morgen wieder. Was ist das denn für so ein Symbol? Das werden wir herausfinden. Haut rein, euer Zero. Tschüss.